Willkommen zurück, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. So, der Pegasus-Ritter, dann wollen wir doch mal beginnen. Ich habe euch zusammengerufen, damit ihr das neueste Mitglied der Jump Force begrüßt. Tut mir leid, kein Interesse. Aber hör mir doch wenigstens erst. Aber hör mich doch wenigstens zuerst an. Ja. Als seine Heimat von den Venus angegriffen wurde, war er einer derjenigen, die sich erhoben und gekämpft haben. Aber nun steht er unter der Kontrolle eines schwarzen Kubus. Wo ist er jetzt? New York. Das wird eine gefährliche Mission, aber ich weiß, du kannst das schaffen. Na, dann wollen wir mal. Wenn du das schon weißt, dass wir es schaffen können, dann kann es ja nicht mehr so schwierig sein. Oh, er. Ha, na gut, ich mache es. Das sind leider schon alles Charaktere, die wir ja schon so in Anführungsstrichen kennen, also die wir ja schon haben. Ich freue mich schon auf die, die wir noch nicht haben, die wir dann irgendwie kriegen können. Oh, vielleicht ein zwei hinterher, wusste ich gar nicht, dass das auch noch so geht. So, komm her jetzt hier, bam, bam, bam. Nanu? Haust du mich etwa hier? So, jetzt aber vorbei hier. Also. Er weiß vielleicht nicht mehr, wer er ist, wohl aber wie man kämpft. Simiria, du bist dran. Umbra Kubus wird geborgen. Gute Arbeit, Sasuke, Simiria. Du musst Seiya sein. Willkommen in der Umbra-Basis. Wenn ich euch Probleme bereitet habe, entschuldige ich mich. Ach was, schon vergessen. Alles, was zählt, ist die Zukunft. Du hast recht, danke. Tut mir leid, dass ich so spät gekommen bin. Der fehlt uns gerade noch. Hey Direktor, wer ist das neue Mitglied von Team Gamma? Ich bin Pegasus Seiya, einer der Saints von Athena. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Okay, da haben wir noch einiges vor uns. Ja, wie ihr jetzt seht nach dem kleinen kurzen Schnitt, ich habe ein bisschen gelevelt. Ist ja auch nicht mehr bewegend. Und ich habe ein neues Kostüm, wie man sieht. Also jeder, der mal Dragon Ball gesehen hat, der wird es kennen. Dragon Ball, hat er gesagt. Und ja, es gibt noch andere Kostüme, aber ich dachte mal, ein bisschen damit rumlaufen hat irgendwie was. Und ja, da ich jetzt 37 bin, es kommt jetzt ein neues Limit Break, das wollte ich einmal schnell mit euch machen. Und ja, das sind noch andere Zusatzmissionen. Die werden wir auf jeden Fall mal kurz durchgehen. Bevor wir dann halt mit der Story so richtig weitermachen. So, da, zusätzliche Mission. Denn hier, Elementansammlung Feuer, Elektro, Wasser, Wind, Licht und Dunkel und Limitbrecher Stufe 40. Und ich glaube, der könnte so richtig, richtig böse werden. Elementangriffe sind effektiv. Ja, wollen wir mal gucken. Oh, nehmen wir mal Vegeta. Wer hat dann so ein bisschen Power hier? Sasuke, ja? Okay. Na, den mag ich nicht so. Ich weiß nicht, wo der hingehört, aber spieltechnisch ist der jetzt nicht so
nicht so mein Fall. Ach komm. Warum auch nicht? Könnte auf jeden Fall ein interessanter Kampf werden. Mist, ich war nicht schnell genug. Ah, jetzt aber. Oh, Wahnsinn. Nein, Erwachenfähigkeit, Mist. Nein! Oh! Oh, das gibt Schaden. 160 Treffer schon. Ja, läuft. So, komm her, jeder. Jawoll! Niedergemäht. Wenn ihr jetzt euch fragt, warum ist Vegeta jetzt so stark bei mir, das werde ich euch auf jeden Fall gleich nach dem Kampf zeigen. Bam! Nein, nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Nein, 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 nein! Ja! Oh. Der fliegt einfach durch den Strahl durch, das darf er aber auch nicht. So, jetzt aber. So, jetzt gibt's nochmal was. Bam! Ja, Vegeta regelt. Nein, nicht schon wieder. Nein, nein, das kann nicht sein Ernst sein. Nein, 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 nein. Das so, jetzt mal euer Feierabend hier. Ja, selber schuld. Ja. Das wird auf jeden Fall mit dem S wird das nichts mehr. Aber ich find's auch so gut, dass die Super Saiyan Blue hier eingebaut haben. Oh, gab gleich 3000 Erfahrungen. Respekt, nicht schlecht. War amüsant. Oh, tatsächlich doch noch ein S-Ding. Cool. So, jetzt kommt das, was ich zeigen wollte, und zwar Unterstützungsfähigkeiten sind. Unterstützungsfähigkeiten, das hat jeder Charakter, den es gibt, durch das Leveln kriegt er SP. So, jetzt haben wir zum Beispiel von Goku. Du kannst dann diese SP benutzen, um halt irgendwie diese Talente hier zu machen. Das hat so gut wie keiner gemacht. Ich habe Erfolge bekommen und da sind so teilweise nur 2% und so. Also das hat wirklich kaum einer gemacht. Aber jetzt hier zum Beispiel das. Konstant, von Goku hat immer Angriff erhöht. Kombokraft ist erhöht. Und Fähigkeitenkraft ist bei ihm erhöht. So, bei Vegeta zum Beispiel, der hat Angriff erhöht, Fähigkeitenkraft, Wurfkraft und Ansturmkraft. Also ich könnte aber auch, es gibt noch andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn er erwacht oder sowas. Hier, erwacht da, das Schadenslimit wird erhöht. Zurücksetzen, komm, den machen wir jetzt mal. Weil das nächste Mal, wenn er erwacht, dann zack, macht er noch viel, viel, viel mehr Schaden. Denn hier gibt es Fähigkeitsaufladung und so ein Kram. Es gibt noch Sachen, die wir nicht haben, weil er muss mindestens Level 50 werden. Ne, 70. Also 70 ist das höchste. Zumindest von diesen Charakteren hier. Ob wir auch wirklich das Level 70 haben, weiß ich nicht. Werden wir dann sehen. Ja, auf jeden Fall, das ist das. Und das habe ich dann mit jedem Charakter auch gemacht. War schön. Und dauert natürlich, aber hatte was. So, und dann gucken wir mal an, was das jetzt hier ist. Schließe diese Mission ab, um Elemente zu erhalten. Weise
Fähigkeiten Elemente zu, um ihre Elementattribute zu verändern. Oh, das wird toll. Das machen wir jetzt mal. Weil das kenne ich mich auch alles gar nicht. Also so, wieder Vegeta. Und einen zufälligen und dann komme ich selbst mal mit. Zur Sicherheit. Ah, Cell. Ja, das passt ja. Männlicher, weiblicher Cell jetzt. Das will ich jetzt mal sehen, wie das aussieht. Wir sind ja schon fast tot, Mann. Krass, der hat's drauf. Nanu! Das gibt's doch nicht! Na toll. Na komm, schnell, danke. Das wäre noch schief gegangen. Oh, das brennt ja hier da. Oh nein, 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 nein. Jawohl! Was? Lebt noch? Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Also die Schätzige sind nicht zu unterschätzen. Ah, das war übel. Aber jetzt können wir bei vielen Attacken einfach Feuer reintun, wenn das möglich ist. Das ist schon schön. Na, ah, haben trotzdem S-Rang geschafft. Na, ist ja toll. Feuerelement erhalten. Yay. Ups. So, dann holen wir Elektro gleich mal dazu. Ja, auch ein interessantes Team. So, jetzt auch noch mal nah, ja, Nahblick bekommen, von der, also Perspektive, wie kommen wir, wie das, ne, aussieht mit dem Set, so. Das gibt's doch nicht! Yeah.
Weg mit dir. Mann, gut, der hat jetzt nicht seine Waffenfähigkeit benutzt. Oh, das war wieder so ein Glücksspiel hier. Nein! Das gibst du nicht. Was gibt's? Ich war doch mitten am Angreifen. Oh. So, jetzt kommen wir ja hier. Bam, 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 bam. Und auf Wiedersehen. Und weg mit dir. Easy. So, ich glaube, ich hole mir mal ein anderes Kostüm. Weil ich hätte da zwar eins gehofft, aber mir passte die Farbe nicht so. Ah, S-Rang kriegen wir immer. Elektroelement, sehr schön. Avatar. Aber erstmal nehmen wir... Da ist das. Auch ein ganzes Kostüm. Ja, wer Bleach gesehen hat, der weiß dann auch, wo das herkommt. So. Dann holen wir nochmal Wasser. Habe ich doch richtig gesehen. Nur sie alleine. Okay. Nein, 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 abwehren schnell. Mann, zum Glück haben wir abgewehrt. Eigentlich solltest du... Na ja, genau, greif die drei an. Elegant ausgewichen. Elegant ausgewichen. Mann, geht die mir auf den Sack gerade. So, jetzt aber, mein Herr. Was war denn mit der los? Ah, ach ja, nächste Runde haben wir auch noch. Nein.
Er verfolgt die erstmal, ja. Ja, es war so klar. So, jetzt ist aber Feierabend hier. Da wird sie einfach knallhart. Ah, ach, das ist sehr heftig. Hey, wieso hörst du auf? Na, mir sieh doch nieder. Oh Mann, jetzt aber, komm schnell. Na also, boah. Heftig, die warten wieder drauf. Natürlich. Also man kriegt bei denen auf jeden Fall immer S-Rang, weil mit S-Rang kriegst du wohl das Element. Ja, dann holen wir uns nochmal Wind. Auch interessant.仲間、どれほどの実力か見せてもらおう。お前ルフィの兄貴なんだろ。期待してるぜ。暗いね。この。これで終わりだ。妖怪だ。ユウの息吹。<笑> 引き裂け。三刀流奥義。三刀流奥義。おっと。一打。押す。だ。了解だ。三刀流奥義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 。三刀
Den hast du verloren. Oh, brennender Namekplanet. Oh, schön, ja. Ich wollte eigentlich gar nicht mit ihr spielen. Ich glaube, ich mache sie fertig. Jetzt dreht aber durch. Nein. Er kann nicht anders. Oh. Nein. Er hat mich doch getroffen. Nein. Das gibt's nicht. Erwachen gegen Erwachen jetzt oder was? Toi, Yugi dreht ab. Krass, das ist heftig. Was ist denn mit dem los? Boah. Krass. Ja, nochmal. Das geht ja so nicht mit rechten Dingen zu. Krass, was war denn das? Ja, ich glaube, ich mach dich fertig. Nein! Nein. Ja. Ich dachte, das wäre so eine Abwehrattacke gewesen. Anscheinend nicht.
Jetzt kommt Yuki schon wieder. Geh mir bloß nicht auf den Sack. Das, ja, jetzt geht's los. Er fängt schon wieder an. So, jetzt aber. Meine Herren. Yugi dreht ja völlig durch. Krass. Heftig. Wahnsinn. Sachen gibt es. Na, da werden noch bestimmt einige lustige Kämpfe kommen. So, und jetzt letztes. Nein, halt. Und jetzt holen wir uns noch einmal das Dunkelelement. Krass, dieser Yugi, ey. Oh Mann. Oh, da drüben ist ein ganz böses Team, sehe ich gerade. Oh, oh. Das wird ungesund. Ja, wie unfair bist du denn? Jo, der mied ihn aber nieder. Nein! Oh, das zählte? Okay. Komm, mäh ihn nieder. Jawohl, sehr schön. Okay, Aura. Ja, dann nehme ich mal nieder jetzt. Nein! So, erledigt. Also, Yugi war eigentlich der Schlimmste jetzt. Krass, der war echt heftig. Das Witzigste ist einfach, Yugi ist vom Kartenspiel. Der steht einfach nur da, hat seine Karten in der Hand hier irgendwie und dann legt er sie da auf seine Duel-Disc hin und mehr macht er ja gar nicht. So, und dann ist es einfach interessant, einfach mit dem Schnitt hin und her. Und, ah, nein. Nein, nein, nein. So, Fähigkeiten. Nee, das sind die falschen. Da. Wir können. Nee, das können wir machen. Da, Element. Wir könnten jetzt hier beim perfekten Schutzschild könnten wir ein Element jetzt rein tun. Elektro, Eis, Wasser, Wasser. So, jetzt müsste das uns eigentlich mal anzeigen, oder? Na, irgendwie nicht. Bestätigen, ja. Und hier können wir das Element nicht ändern.
Ah, interessant. Also, nächstes Mal sehen wir dann ein Schild mit Eis. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder, wenn es mit der Story weitergeht. Bis dann.